Liebe Freunde, Politik ist nicht nur in Berlin. Politik ist überall und vor allen Dingen in der Heimat. Weißt du, was das Schlimmste ist? Jetzt will man in Schlotheim, den man schon das zentrale Auffang-Asyllager des Kreises und Studehainich aufgebrummt hat, jetzt will man in Schlotheim auch noch das Gymnasium schließen. Man nimmt der Jugend die Heimat. Wie kann man als Landrat vom Unstrut-Heinich-Kreis solche Entscheidungen treffen? Liebe Schlotheimer, wenn ihr Unterstützung braucht von mir, wenn ihr meint, ich kann eure Kundgebung verstärken, dann sagt mir Bescheid, ich komme garantiert, denn ich finde das eine Sauerei, was man hier mit der Jugend macht. Und da müssen wir schnell handeln, bevor hier Entscheidungen getroffen werden, die nicht mehr zurückgerudert werden können. Danke.